Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Death Stranding. Ja, ich bin jetzt mal zu diesem Ort hier hingegangen, wo wir diese Schutzhütte bauen sollten. Und die habe ich jetzt fertig gebaut. Das heißt, wir haben jetzt offiziell keinen Auftrag mehr. Okay, wir haben ja den einen Auftrag. Was? Um an Albträume mit Rang, also man will dir deinen privaten Raumfigur ansehen. Oh nö, will ich jetzt nicht. Wir sollten ja bei ihr ja da ver... Sieht die Aufträge mit Rang an. Mäßige alle Muselmen. Nee. Wir sollten sie ja im Labor da besuchen. Was haben wir hier? Der alte Auftrag, wenn ich meinte. Nö, Lake Not City. Ich war mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Wo mussten wir eigentlich hin? Ziel, suche Mama in ihrem Labor auf. Ach so, da war das. Markierung setzen. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach South Not City wieder retour. Jetzt kommt die Frage, hat sie irgendeinen Postkasten? Nee, ne? Okay, wir gehen mal in den privaten Raum. So, einmal so. Und werden mal wieder zurückreisen. So, ja, das soll jetzt mal alles überspringen. Wir haben nicht sehr viel gemacht. Dankeschön. Ich hätte gern eine Schnellreise. Eine Schnellreise nach South North City. Yes. Überspringen. Ich möchte recht schnell hin. Sehr praktisch, diese Schnellreise, wenn man keine Ware dabei hat. Gut. Dann bitte einmal nach draußen. Ja, das kenne ich schon. Wieder was Neues. War wohl nichts mit der Flucht. Und jetzt wird getrunken. Oder ist das vor der Flucht? Ich glaube, der hat Schläge abgekriegt. Verdammter Idiot. Dachtest du, könntest auf sie aufpassen? Ein Mann wie du. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Bibi. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. Aber trotzdem, dieser Call of Duty Moment war schon ziemlich schräg mit ihm. Südeli. Fahrzeug ist noch da, geil. So, ich hätte jetzt gern mal ein bisschen Ausrüstung. Warum haben wir echte Waffen? Ich verstehe es nicht. Mehrere auswählen. Granaten hätte ich gerne mit. Blutbeutel nehmen wir mal. Auch zwei mit. Ausgerüstet. Ja, okay, passt. Gut. Können wir das jetzt umladen? Auf dem Rücken tragen. Das jetzt alles. Ja, passt.
Okay, bestätigen. Dann Ausrüstung herstellen. Wo ist eigentlich das ganze andere Zeugs hinkommen? Hitzigkeit, das brauche ich nicht. Stiefel, glaube ich, hätte ich mal gern. Nein, Moment. Einmal bitte. Kraftskelett, Geschwindigkeitsskelett, da brauche ich sonst auch nichts. Masergewehr, Bolagan. Antike Idee. Verschießt Transfusionskugeln, die mit selbst Blut gefüllt sind. Einmal. Sturmgewehr. Masergewehr. Das war ein Gewehr, das starke elektrische Ladung abfeuert. Bolagan nehmen wir noch einmal mit. Lastenschweber im Moment erstmal nicht. Okay. Passt. Alles umladen. Automatisch. Und dann glaube ich, passt es jetzt erstmal. Gut. Ja, dann gehen wir mal zu ihr. Sie mal besuchen. So. Komm, Abmarsch. Wie muss ich jetzt da eigentlich fahren? Irgendwie so. Mal gucken. Yay, Regen! Was zum... Entschuldigung. Komm mal rückwärts. Dankeschön. So, genau soll das sein. Oder vielleicht komplett auf der anderen Seite von dem hier. Fahren wir mal auf die andere Seite. Oder? Motor, die benutzt. Haben wir hier Stressgebiet? Da ist was. Oh, Tatsache. Ich möchte reinfahren. Okay. Was ist hier los? Was? What? Du hast jetzt einiges zu erklären. Sie hat Hunger.
So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Wie? Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Möchtest du nicht noch ein bisschen mehr über das da gerade erzählen? Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Nee, bitte sag mir nicht, dass ich das Call of Duty-Zeugs nochmal machen muss. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Was, einfach austauschen? Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Das war's? Ist doch ein bisschen zu einfach, oder? Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Ja, wusste ich doch. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochne. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Ich habe so ein Gefühl, dass das nicht gut enden wird hier. Oder aber vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist?
Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Sie ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Naja, aber das mit dem gestrandeten Tod ist schon ein ziemlich hohes Risiko. Aber okay. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass... Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an.
Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Hast du per Zufall mitgehört? So wie immer. Aber okay, machen wir das mal. Sam, dein nächstes Ziel ist es, Mountain Knot City ins Netzwerk einzugliedern. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Knot City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Sicher? Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Knot City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South North City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung, behalte die Option einfach im Hinterkopf. Ja, ja. Okay. Gut, gibt's bei dem Terminal hier irgendwas? Oh, Aufträge für mich. Sammle... Oh nein, ich sammle jetzt bestimmt nichts. Oh, hat's Material hier? Hat tatsächlich ein bisschen was. Ja, ich brauche erstmal nichts. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. South North City. Wir sollten beim Verteilerzentrum erstmal vorbeigucken. Wie kommen wir da am schlauesten hin? Was ist das da? Achso, Seilrutsche. Sollen wir das mit der Seilrutsche mal kurz ausprobieren, wie das so ist? Ansonsten würde ich sagen, wir nehmen unser Fahrzeug und fahren da hinten hin. Wo war das jetzt noch? Wir müssten da hinten rauf irgendwo, ne? Ja, okay. Eine Sprungrampe. Gibt es ja sonst noch irgendwas? Kann man sich unterstellen? Okay, ich mache jetzt mal ungefähr eine Route. Irgendwie von da nach da so. Nach da. Nach da, nach da. Irgendwie so. Okay. Jetzt schon hinhauen. Komm. So, einmal umdrehen. Wo ist diese Seilrutsche? Ist es das da oben? Ach, da ist ja auch gerade eine. Ach, Moment, das ist dann zwischen den 2 Punkten, oder wie? Steig mal kurz ab. Seilrutsche benutzen. Oh, I see. Zu einem Ende rutschen. Ah. Oh. Okay, das könnte nur praktisch werden. Aber ich werde mal ein paar andere Spieler werden das dann nie gebaut haben. Okay, wir machen einen Abmarsch. Tschüss. Ah, special moment. Komm jetzt. Ja, ja, komm. Mach Alarm.
Was? Nein, 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 nein! Oh, fuck, 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 fuck. Warum kann ich nicht weg? Scheiße. Hallo, geh mal weg. Scheiße, 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 scheiße. Alter, komm, 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 komm. Komm, schnell weg. Okay, wir laufen. Scheiße. So viel zum Plan, dass wir da einfach durchlaufen. Gott sei Dank bin ich da ein bisschen schneller. Komm, husten. Fahrzeug verloren und auch noch ein gutes. Ach man. Ich mach grad mal mit. Wo ist er? Hä? Ach, das ist jetzt voll scheiße. Macht das Sinn, dass wir da unten irgendwie entlang gehen? Oder darüber gehen. Mann, wir haben das Fahrzeug verloren. Ach, so eine Scheiße. Komm, los jetzt. Wir gehen da runter. Oh, da komme ich mal nicht rüber. Ach, der Wandersimulator. Der Regen auf? Oh, geil. Nicht hinfliegen. Oh, Verteilerzentrum City von Lake North City. Das nehmen wir mit. Spezielle Legierung. Neues. Chemikalien, spezielle Legierung. Könnten ja schon ein bisschen was mitnehmen. Na komm. Aber will ich mir den Stress antun mit den Typen? Was ist denn da hinten? Ist? Ach so, verlorene Fracht. Spezielle Legierung. Wir sind da jetzt im Gebiet von dem drin. Wir könnten uns da einfach so ein bisschen am Rand bewegen. Dann sollte man vielleicht nicht so einen Stress kriegen. Schaut, dass die Batterien da nicht so lange halten. Filmregisseur zweimal. Ist Gott sei Dank nicht so weit. Warte mal, wenn ich jetzt stehen bleibe, tut sich da der Akku aufladen? Nee. Südele, mitnehmen. Da hat's recht viel. Warte mal, ist das alles unten? Ja, alles Netzwerk. Ich glaube, wir gehen mal kurz nach unten. Ich nehme jetzt mal alles mit. Soweit halt wie möglich. Jetzt
offizielle Legierung. Verlorene Frachtdruck werde geerdet. Zeitregenfrauen. Mitnehmen. So, ab zur Brücke. Ah, stimmt, von den Dingern haben wir ja auch nichts mehr. Oh, kriegst ein paar Likes. Endgültig finito. Nochmal verlorene Fracht. Gib, gib. Oh, super Spind. Nice, wir haben es geschafft. Eigentlich könnten wir uns auch so einen Truck klauen, ne? Such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. Ja, ja. Moment, Sam. Uns hat gerade ein dringender Notruf erreicht. Ein Bote ist verletzt und schafft den Rückweg nicht allein. Anscheinend hat er Baupläne für einen neuen autonomen Bot-Prototyp dabei. Auch die dürfen wir nicht verlieren. Näheres steht im Auftrag. Ja, okay. Ich schau gleich mal nach. Lass mal kurz hier aufladen. Nice. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen erschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Ja, kein Stress, liebe Leute. Ich werde schon nichts abfeuern hier. So, stehen bleiben. Terminal. Komm mal her. Okay, erstmal recyceln. Mehrere auswählen. Das da. Das da. Das da. Ansonsten. Die kann ich da gar nicht. Da ist ein Knickerstiefel, Botenstiefel. Okay, das passt. Warte mal, habe ich jetzt zu recycelte Fracht? Ja. Okay. Neues. Liefern, verlorene Fracht liefern. Ja. Zurückgeben. Anvertrauen. Lagern. Ja, das passt. Überspringen. Du hast es also geschafft. Das muss ich dir lassen. Das, was du machst, kriegen nicht viele so hin. Dankeschön. Nice. Also, pass auf dich auf. Okay, tschüss. Gute Arbeit. Ja, dass die maximale Frachtmenge erreicht, die dir anvertraut werden kann. Folgende Fracht wurde zerstört. Ja, ja, wie auch immer. Okay, Auftrag annehmen, Aufträge für. Oh, warte mal. Wir können das mit dem Roboter noch schnell machen. Da kriegen wir am meisten Likes. Mach mal. Okay. Überspringen und jetzt für uns. Auftrag annehmen, für mich beschaffen Haftwaffen. 901 Nikes. Das heißt, von an Lake North City. Lieferung von Nähzeug, Baumaterial. Ach, Rettung, Boote in Not. Oh, das ist ja gar nicht mal. Oh, das ist wie so genau einmal wieder retour gehen. Gibt es irgendwas auf dem Weg? Lieferung, Cosplay, Beschaffung, Haftwaffen. Das möchte ich eigentlich wie beides machen. Also einerseits das da. Da gibt es einen Behälter mit Haftwaffen. Ach so. I see. Den müssen wir da in dem einen Gebiet da rechts unten einsammeln. Habe ich mir nicht drauf. Gut, Transport von Menschen.
Robert, die Rallye für Wegbus nördlich von Mountain 80. Machen wir erstmal das Hauptding. Oder machen wir jetzt erstmal den Boten. Machen wir mal den Boten auswählen. Soll ich das machen? Late Note City. Ach, was soll's. Machen wir's. Das ist aufgefallen, dass das schwerer Fracht. Das könnte sehr schwierigerweise nicht zu Fuß abzuschließen. Benutzung eines Lastenschwebers oder Fahrzeugs wird empfohlen. Möchtest du den trotzdem annehmen? Ja, wenn wir jetzt vermutlich ein Fahrzeug jetzt basteln werden. Habe ich erwähnt? Ja, das ist mir das. Problem. Ja, ich weiß. Fahrzeuge. Immer Truck im Besitz hier. Echt? Ich habe 2 im Besitz 1. Seit wann? Online. Ach so, weil sein Truck jetzt da ist. Fahrzeug herausholen. Cool, darf nichts basteln. Die Haftwaffe verschießt ein anhaftendes Projektil. Waffe und Geschoss sind über einen Draht verbunden, der eingesetzt werden kann, um Ziele heranzuziehen. Will ich das? Ist auch sehr robust. Mehrere Dutzend Kilos sind kein Problem. Damit kannst du Fracht aus der Ferne in Sicherheit bringen. Und sie vielleicht einem Jungen vor der Nase wegschnappen. Du bist ein kluges Kerlchen, also... Weil mir sicher noch mehr einsetzen. Das hängt nur von deiner Kreativität. Und noch eine Sache, Sam. Du kannst auf dem Schießstand... Ja, nee, das will ich nicht. Okay, alles umladen. Wir haben jetzt diese Bowlergun, wir haben die Haftwaffe, Ex-Granaten, Anti-GD, Blutbeutel. Ja, passt alles. Aufbrechen. Überspringen. Ja, cool. Lass mal ein paar Likes da. Sorry, dass ich das eine Fahrzeug da. Ja. Versenken lassen. Södele! Ja! Dankeschön. Machen wir das schnell mit dir. Schauen wir mal auf die Zeit. Wir sind jetzt bei 37 Minuten. Machen wir das mit den Haftwaffen noch. Naja, machen wir das mal schnell. Nicht umkippen hier. Dankeschön. Also, Haftwaffen. Bitte eigentlich nur irgendwas mehr an Details, Aufträge beschaffen. Bergen Sie einen Behälter. Also, wir sollen einfach mehr von diesen Waffen besorgen. Nicht finden, oder? Annäherung am Ziel. Negiert. Woher kriegen wir das jetzt? Zelle Legierung. Ach, das ist da hinten bei denen. Direkt im Lager. Ach, die Personen haben das hier. Ja, ich sehe die beiden. Haftwaffen-Prototyp. Okay, aussteigen. Wo habe ich Haftwaffe? Bowlergun. Haftkugel verschließt, die an Frachtkleben bleibt und herangezogen werden kann. Erfasst Fracht den Zielbereich automatisch. Die Haftkugeln sind gegen Menschen und GDs wirkungslos. Bowlergun. So.
Oh. Oh, scheiße, scheiße. Okay. Noch mehr hier. Komm mal her. Fuck, 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 fuck. Noch einer. Okay. Waffenprototyp. Scheiße, ich bin auch mehr von dem. Nein, scheiße. Nice. Okay. Das ist erforderlich eins. Oh, scheiße. Okay, wisst was? Wir machen hier mal einen Abflug. Komm, 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 komm. Ah, Haftwaffen-Prototyp. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Nein, ich will das jetzt. Komm, komm, komm her. Alter. Schnell, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Fuck, 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 fuck. Nein. Ah, oh, nein. Okay, wir müssen hier schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay, tschüss, Kowski. Das ging ja einigermaßen gut. Ah, ich brauche eine große Brücke. Mit der kleinen komme ich hier nicht weit. Okay, gib mal Gas. Leute, ihr könnt's mich mal, ich fahr mal weiter. Was? Nein! 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 Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Fuck. Okay, das Fahrzeug. Nein, 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 nein. Schnell, 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 lauf schneller. Nein, so ein Scheiß. Ich will das Fahrzeug wieder nutzen. Oh, Gott sei Dank. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Komm, schnell, 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 schnell. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay, wir machen einen Abflug. Holy shit. Das war eng. Okay, erstmal hier Pause. Habe ich jetzt alles mit Fracht? Haftwaffen-Prototyp. Okay, wir haben ein paar mit dabei. Wie viel brauche ich nochmal? Aufträge? Schaffen Haftwaffen. Aktuell mitgeführte Frachtstücke, 3 von 6 durchschnittliche Frachtschaden. Eins oder mehr. Okay, ja, passt. So, automatische Lieferung. Dann hätten wir das jetzt nur noch mit dem Booten.
Okay, liebe Leute, nachdem wir jetzt bei 45 Minuten sind, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Episode. Dann holen wir den Boot noch ab, der ist ja eh nicht weit weg. Und dann bringen wir das hier zu Late Note City. Und dann geht's hier den Berg hoch. Das wird bestimmt spannend da oben. Ich sehe schon, dass ich da ganz viel Spaß haben werde, hier den Berg hoch zu gehen. Na gut, wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht einen Daumen nach unten da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch eine gute Reise bei eurer Wanderung. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.